Es war eine teure Reise für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und dafür gab es nun Kritik. Denn der Sicherheitsschutz während ihres viertägigen Aufenthalts in Kolumbien im August 2024 kostete laut der britischen Daily Mail rund 8 Milliarden Pesos. Das sind umgerechnet knapp 1,8 Millionen Euro. Diese Summe zahlte aber nicht das royale Paar, sondern der Staat Kolumbien und das teilweise auch aus öffentlichen Geldern. Harry und Meghan sollen für rund 450.000 Euro pro Tag 3.000 Polizisten und Soldaten bereitgestellt worden sein. Hinzu kommen weitere Maßnahmen, wie etwa Hubschrauber, Spürhunde oder ein Wachmann. Der kolumbianische Politiker Andrés Escobar schrieb dazu auf X: "Wir geben unsere Ressourcen im Tausch gegen Schall und Rauch ab. Stattdessen werden die öffentlichen Gelder für reiche Weiße ausgegeben", kritisiert er. Andere erkennen jedoch Vorteile an dem Besuch. "Diese Einladung wird sich im internationalen Tourismus auszahlen", schreibt ein User.